Und damit moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Plants vs. Zombies. Und heute mit der letzten Folge hier hinten beim Pool und beziehungsweise halt hier im Garten. Denn dann gehen wir rüber ins nächste Szenario. Oh, let's go. Damit geht's los. Einfach hin. Will ich nice Retro-Musik? So muss das doch sein. Oh nee, jetzt habe ich mich verklickt. Obwohl, was soll ich auch so gut sehen. Jawohl, geht doch. Wo kommt ihr denn alle her? Hilfe. Auch schon wieder. Boah, hier geht's echt ab. Jawoll, nice, der hier. Ah, da geht's schon wieder los. Ah, jawoll, nice. Ah, kommt hier rüber. Lappen. Also lieber nicht. Boah, eigentlich irgendwelche Schlüsse hier ziehen. Denn wir sind noch lange nicht durch. Jetzt bei der zweiten Welle. Noch welche von den Seerosenblättern. Oh nice. Auch noch. Boah, Alter, wie viele Erbsen. Hilfe. Ja.
Ja. Komplett überfordert. Fehlt da wirklich der totale Überblick hier gerade. Überall passiert was. Hier, ja. Aber hier. Hier. Jawohl, nice. Aber unsere Nusswand. Männer, ich glaube an euch. Ich hier auch noch einen, würde ich sagen. Wir sind wieder ein Serum-Platz. Oh, wo kommt ihr hier? Alter. Junge. Boah, Hilfe. Jetzt das krasseste Level, was wir bisher hatten. Was zumindest auch die Zombies angeht. Okay, also er ist halt wie gesagt dafür zuständig, von nachher auch wie so Pilze. Okay, Pilze, das heißt, wir würden jetzt wieder in ein Nachtszenario reinkommen. Dass er halt wie normale Pilze, aber halt nur, dass er halt sich nachher im Wasser aufhält. Und, ja. Ah, okay, ja. Wir sind wieder bei Nacht. Boschmann. Dave, was ist bei dir falsch? Ich verstehe es nicht. Ja, warum? Warum erschreckst du irgendwelche Leute? Ganz wild, der Mann. Okay, dir geht's auf jeden Fall super, wie ich sehe. Okay, jetzt muss man nachdenken und überlegen, wie wir es am besten machen, weil wir sind halt wieder in einem Nachtszenario. Das heißt, am besten wäre es erstmal, wenn wir den hier mitnehmen, der uns nachher halt Sonnen gibt, weil wir sind halt, wie gesagt, in der Nacht. Ich eigentlich mit den Pilzen gehen. Denke, so könnte man fürs Erste reingehen. Und schauen wir mal, was wir dann in den nächsten Parts dann noch hier in diesem Szenario dann gegebenenfalls ändern können. Ah, sogar mit Nebel hier, okay. Ja, das heißt, dass wir halt hier erstmal nicht sehen werden, wer danach auf uns zukommt. Da geht's auch schon los. Ja, das ist schon das Erste. Und ja, da pflanze ich mal meine erste richtige Pflanze hier hin. Erstmal erledigen wollte. Ich denke, das Bereich des Möglichen. Voll nice. Hat er ihn. Genau, die hier kann ich jetzt auch pflanzen. Wo kommst du denn her? Ich hab dich ja gar nicht gesehen. Echt ein bisschen blöd mit dem Nebel hier, aber gut, was soll man machen? Na komm. Jawohl, nice. Haben wir das auch? Einer von denen. Weiter.
den Sonnenblumenpflanzen, wenn man die jetzt so nennen kann. Das hört sich schon mal nicht gut an. Ja, da sehe ich schon den Verrückten. Okay, nice. Sehr interessante Bekanntschaft mit dir. Aber ein weiterführender Kontakt muss jetzt nicht unbedingt mit dir fortfahren. Wäre jetzt nicht unbedingt nötig. Ich denke, die Zuschauer auch nicht. Ja, komm. Jawohl, nice. Kommt auch schon das erste Zombie. Hier im Wasser bzw. Pool befindet. Voll nice. Dann geht's hier auch weiter. Und ich würde auch sagen, gleich weiter mit den hier. Erste und damit auch letzte Welle in diesem Level. Voll nice. Voll nice. Oh, eine Laterne. Okay. Okay, beleuchtet einen gewissen Raum. Und damit ich halt auch sehen kann, wer sich jetzt dort im Nebel alles so befindet. Ja, dann würde ich sagen, war es wieder mit einer weiteren Folge von Plants vs. Zombies und ich würde sagen, wir sehen uns morgen bei einem weiteren Video wieder. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.